Wenn Sie in den Landtag gewählt werden, Herr Sauber, was ist dann Ihr wichtigstes Ziel? Mein wichtigstes Ziel ist, die Menschen zu ermutigen, für ihre eigenen Interessen zu kämpfen und das nicht den Politikern oder dem Großkapital zu überlassen. Ich möchte beispielsweise die Menschen unterstützen, die Kolleginnen und Kollegen unterstützen, die wie bei Ball oder wie bei Grupp Thyssen um ihre Arbeitsplätze zu kämpfen. Das ist eine wichtige Geschichte. Wenn sie sich auf andere verlassen, werden sie verlassen sein. Ich möchte die Kolleginnen und Kollegen im Gesundheitswesen unterstützen, die nicht nur am 1. Mai für eine Verbesserung ihrer Arbeitsbedingungen auf die Straße gehen werden, die um einen Tarifvertrag Entlastung kämpfen. Das ist wichtig für die Gesundheitsversorgung, das ist wichtig für die Pflege, das ist aber auch wichtig für eigentlich alle anderen Bereiche. Ich möchte die Jugend unterstützen, für ihre Rechte, für eine gute Bildung und Ausbildung auf die Straße zu gehen, mit der Gewerkschaftsjugend, mit ihrer Landesschülervertretung, jetzt zum Bildungsstreik und mit der Sozialistischen Deutschen Arbeiterjugend. Was war aus Ihrer Sicht der größte Fehler der aktuellen Landesregierung? Was Ihr größter Erfolg? Diese Landesregierung hat eine Reihe von Fehlern gemacht. Also wovon ich persönlich betroffen bin, ist eine Verkehrspolitik, die unter aller Würde ist. Der öffentliche Nahverkehr gehört ausgebaut. Das ist eine Katastrophe, was auf unseren Straßen und auf unseren Schienen sich abspielt. Und der größte Erfolg der Landesregierung ist in meinen Augen, dass sie ihre fehlerhafte Politik tatsächlich als Erfolg darstellen kann. Welche Schwerpunkte setzen Sie beim Thema innere Sicherheit? Innere Sicherheit hat Voraussetzungen. Eine Voraussetzung für eine innere Sicherheit ist soziale Sicherheit. Und diese soziale Sicherheit wird in unserem Land bedroht wie eigentlich noch nie. Wir brauchen sichere Arbeitsplätze, wir brauchen Einkommen, die zum Leben reichen. Wir müssen was tun gegen die drohende Altersarmut, die hier Naturgesetz wird. Und wir müssen halt der Jugend einen Berufseinstieg ermöglichen, in dem also nicht Prekariat, sondern soziale Sicherheit geprägt ist. Und der zweite Aspekt der sozialen Sicherheit ist auch eine Friedenspolitik nach außen hin. Da muss auch mehr gemacht werden. Sollten Sechsjährige im offenen Ganztag einen Schultag von 8 bis 15 Uhr haben, obwohl die Eltern sie gerne schon vorher abholen würden? Ja. Gut. Welche Maßnahmen würden Sie gegen Altersarmut ergreifen? Wir brauchen sofort Löhne, die, da kann man rechnen, die ausreichen, dass die Rente später ausreicht. Das ist eine Voraussetzung dafür. Wir müssen die Veränderungen in der Vergangenheit rückgängig machen. Wir brauchen wieder ein Level von 53%, dass die Renten eben entsprechend reichen. Also Renten rauf, Löhne rauf. Da müssen Gewerkschaften und Rentner gemeinsam kämpfen. Aber das tun sie auch. Ja, herzlichen Dank.